3 Prime Icon Roulette Ründchen. Was haben wir rausgeholt? Seid gespannt. Let's go. Und dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, heute Livestream-Zusammenschnitt aus unseren 3 Prime Icon Packs, die wir gemacht haben. Alle natürlich als Roulette. Wen habt ihr gezogen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Des Weiteren will ich mich entschuldigen, dass hier am Wochenende nichts wirklich kam. Ich fühle mich gerade heute zum Sonntag extrem komisch, was gesundheitlich alles angeht. Nichtsdestotrotz wollte ich das Video trotzdem heute noch rausbringen für euch. Kuss geht raus, wenn es euch gefällt. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir das vielleicht nochmal machen, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo da, beziehungsweise auch einen Daumen nach oben. Jungs, ich weiß, ihr könnt das. Macht das. Ich würde mich riesig freuen. Kuss geht an jeden einzelnen raus. Ich will nicht so lange labern. Lasst euch überraschen. Schaut, wen wir gezogen haben. Schreibt in die Kommentare, ob wir es nochmal machen sollen und was ihr gezogen habt. Ich bin raus. Ganz viel Spaß beim Livestream-Zusammenschnitt. 3 Prime Icon Roulette Packs. Let's go. Chat. Es ist der Tag der Tage gekommen, dass wirklich ein garantiertes Prime Icon Pack rausgekommen ist. Das ist unfassbar. Es ist unglaublich, aber wahr. Icon Pack Roulette. Prime Icon Pack Roulette. Ja, das letzte von den mittleren war eigentlich ganz gut, Jungs. Mit Vieira. 88er, also wenn wir jetzt Vieira ziehen, rest in peace. Ich starte rein. Ich drücke X, das Pack öffnet sich. Und ich bin mega, mega gespannt, wen wir ziehen. Es kann natürlich sehr viel Rotz drin sein, darüber brauchen wir nicht weiter reden. Ne? Es kann aber auch richtig geisteskrank werden. Ronaldo, Rullet, Eusebio, Cruyff, Vieira, selbst ein Henri würde ich mitnehmen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Und der läuft gerade ganz, ganz entspannt durch. Und wir wissen nicht, wer es ist. Ich drücke nochmal X fürs Überspringen. Zack. Damit haben wir das geschafft. Und ich glaube, ich habe das Pack sogar nicht geöffnet. Aber ich habe keine Ahnung. Werden wir merken. Und jetzt drücke ich R2. Dann gucken wir mal, ob es geöffnet wurde. Ich weiß es nicht. Ich will nur ganz kurz gucken. Hat funktioniert. Abfahrt. Okay, Chat. Ich bin gespannt. Hä? So, Icons. Club ist egal. Wir gehen auf Nationalität. Für diejenigen, die es nicht wissen, wir gehen wieder von hinten nach vorne durch. Und hoffen natürlich auf was Gutes. Ja. Auf was Gutes. Abfahrt. Wir gehen rein mit Reyes. Erster Spieler. Ist das Icon Roulette direkt beendet oder nicht? Abfahrt. Nein. Es ist kein Reyes-Spieler. Was schon mal positiv ist. Ja, wir machen weiter mit der Ukraine. Das bedeutet Shevchenko. Ja oder nein? Ist es nicht. Auch Shevchenko wird es nicht sein. Jetzt muss ich sagen, ist zwar nicht der beste Netbet, aber habe ich früher gefeiert. Netbet ist es nicht. Okay, damit sind wir auch schon erste Seite durch. Wie geht aus? Spanien lassen wir weg. Ist Top 9 Nation. Slowenien haben wir nicht. Seychellen, Senegal, Schweiz, Schweden. Schweden ist Larsson, ne? Ja. Ja. Das eins der schnellsten Icon Packs, die wir jemals hatten, Jungs. Es wird Henrik Larsson werden. Ja, der kostet noch 106.000 Münzen. Jungs, habt ihr eine Ahnung, dass eine Prime-Icon von Larsson 106.000 Münzen kostet? Ja, damit war das erste Icon-Pack sozusagen schon vorbei. Liebe geht trotzdem raus. Und das bedeutet, wir gehen direkt zu Icon-Pack Roulette Nummer 2. Abfahrt. Und damit gucken wir ganz kurz nach, ob es gepasst hat. Hat gepasst, Chat. Hat gepasst. Und Abfahrt ist angesagt. Jungs, wir gehen rein ins zweite Icon Pack Roulette. Icons. Und hoffen wir mal, dass das Icon Pack Roulette länger geht. Dass wir vielleicht zur Top 9 schon mal kommen. Das wäre schon mal wichtig. Ein Dorklich würde ich mitnehmen, Essien auch. Wir starten rein. Erster Spieler. Kommt er aus Rails? Ja oder nein? Nein, kommt er nicht. Das ist schon mal sehr positiv. Ein Shevchenko würde eigentlich passen zu Larsson. Das sind so, die zieht man halt eigentlich gefühlt immer. Haben wir aber auch nicht. Sehr gut, weiter geht's. Tschechien. Wird es Netbet? Nein, auch kein Netbet. Und es kann auch nicht Schweden sein, Jungs. Es kann nicht Schweden sein, weil sonst hätten wir als Duplikat. Deswegen können wir nur auf Schottland hoffen. Jetzt ein Dorklich. Und es wäre das beste und schnellste Jetpack. Weil Dorklich würde ich mitnehmen. 3, 2, 1. Ne, erst Russland, Chat. Russland für Yashin, kein Torhüter. Sehr gut. Rumänien. Come on. Kein Hachi. Sehr gut, weitermachen. Keen wäre echt bitter, Jungs. Keen wäre echt bitter. Und? Kein Keen. Nordirland. Und ein Best wäre Ehre. Ein Best wäre Ehre, Jungs.
3, 2, 1 und... Ah, schade. Nein, keiner. Ja, kein Okocha. Wie schnell ich das aber gerade gemacht habe. Niederlande lassen wir weg. Mexiko. Hernandez, Sanchez. Beide, ja, Hernandez hat man ja schon mal. Beide nein. Beide einfach nein. Sehr gut, EA. Es wäre geisteskrank bitter. Und los. Kein Nakata, Chat. Kein Nakata. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Essien wäre geil, Chat. Und los. Schade. Schade, schade, schade. Oh, kein Littmann. Bitte nicht. Oh Gott, zum Glück. Huh. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. Elfenbeinküste. Drogba, würde ich sagen, ist wirklich eine Legende. Nehme ich mit. Drogba würde ich mitnehmen. Ist es aber nicht. Jetzt kommen wir zu Dänemark. Und Dänemark hat Schmeichel, Lautrup und so weiter. Die will keiner haben. Chat, die will keiner haben. Die will keiner haben. Ja! Wichtig, Jungs. Wichtig. Brasilien wollen wir nicht. Bulgarien. Stoichkov. Und los. Kein Stoichkov. Die Top 9. Wir sind dahin gegangen, wo wir hinkommen wollten. Wir brauchen natürlich nicht darüber reden. Wir haben mit Italien Spieler drin, die Katastrophe sind. Und deswegen gehen wir da auch als allererstes erstmal rein. Und hier gehen wir immer auf Position. Torhüter, Verteidiger, Stürmer. Let's go. Torhüter kann es nicht sein. Cannavaro würde ich führen. Zambrotta würde ich führen. Den Rest nicht. Maldini. Maldini würde ich mitnehmen. Aber kein Baresi. Kein Nesta. Bitte. Okay. Mittelfeld. Oder will ich? Ich mach's schnell. Okay. Und da will ich überhaupt nicht hin. Ja. Jungs, es ist kein Italiener. Und starten direkt mit dem Schlimmsten rein, und zwar Stürmer. Let's go. Kein Mittelfeld. Kein Verteidiger. Kein Torwart. Let's go. Auf geht's. Verteidiger. Unfassbar wichtig. Kein Hierro und kein Puyol. Butra wäre so geil. Butra wäre so geil. Wir machen Niederlande, machen aber ST. Bei Rullit und Cruyff sind beide MS. Niederlande Stürmer. Keiner. ZOM? Keiner. LM mit Obermaß? Kann nur Seedorf werden? Weiß ich nicht. ZTM? Ah! Kein Pantasar! Oh Gott. Okay, wir sind durch. Wir sind durch. MS, lass mal, heb mal auf, Jungs. Oh Gott, Deco oder Rui Costa? Bitte nicht! Kein Deco, kein Rui Costa, Jungs. Und da habe ich ganz viel Angst vor Lehmann, Jungs. Ich habe ganz viel Angst vor Lehmann. Figo, stimmt, Figo. Wir lassen Figo, ist aber okay. Figo lassen wir noch. Figo lassen wir mit als nächstes. Figo machen wir noch. Ich will bloß kein Lehmann, Chat. Ich will kein Lehmann. Es wird sowieso Lehmann. Ja! Ja! Es wird kein Lehmann, Chat. Okay, Verteidiger. Geht, glaube ich, gar nicht, ne? Stürmer mit Klose wäre okay, weil ist halt Deutschland. Deutschland wäre okay. Wer hätte ich nicht gesagt, Chat? Oh, wir ziehen den Miroslav. Wir ziehen den Miroslav Klose, Jungs. Es ist eine absolute Legende. Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist eine absolute Legende. Ich freue mich schon, dass er es ist. Weil es ist halt einfach ein Deutscher. Es ist halt einfach ein Deutscher. Ja. Und das ist schon mal... Es ist noch mal was anderes. Klar, ich denke, Klose, wir gehen mal rein vom Preis her. 110.000, also er kostet genauso viel wie Larsson. Es ist bitter, aber es ist halt Klose. Ja, es ist halt Klose und es ist halt ein Deutscher und das ist halt so Feeling, Chat. Es ist halt Feeling, dass wir Klose gezogen haben. Sagen wir es mal so, aber im Endeffekt, wenn wir alles durchgehen, ist es halt eigentlich leider Gottes eine Katastrophe. Das letzte des heutigen Videos, beziehungsweise auch Streams. Kuss geht auf jeden Fall raus an jeden Einzelnen, der da war. Danke, danke, danke an jeden Einzelnen. Jetzt heißt es aber nochmal hoffen, Jungs. Wir haben den Fenway-Birch. Grüße gehen raus an Tabakko. Er hat uns bis jetzt kein Glück gebracht mit Larsson und mit Klose. Jetzt will ich Gas sehen. Ich will jetzt was Geiles sehen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wenn nicht, ja, wisst ihr, was unsere Mission ist? Ja, schaut euch die Daumen raus. Bei 36 Millionen Daumen nach oben machen wir die nächsten 3 Icon-Packs auf. Okay, come on. Abschluss des Streams übrigens ist das auch. Der Abschluss des Streams. Lasst auf jeden Fall gerne nochmal, wenn ihr Bock drauf habt, einen Daumen nach oben auf den Stream da. Lasst gerne nochmal ein kostenloses Abo da. Es tut nicht weh, es ist kostenlos. Und wir machen das schnellste Icon-Pack-Roulette aller Zeiten, denn es wird Rush werden. Das wäre geisteskrank gewesen, Chat. So, Ukraine, Abfahrt.
und Tschechien. Come on. Wir ziehen das jetzt mal in richtig guter Manier durch, Jungs. Wir ziehen das in richtig guter Manier durch. Spanien nach mir nicht. Schweiz, Schottland. Jetzt bitte Dorklich. Oh, gib uns doch ein Dorklich. Ey, Dorklich wäre halt echt nice gewesen, ne? Yashin? Nein. Hachi? Nein. Keen? Nein. Sehr gut. Das ist schon mal okay. Die drei sind nicht schlecht. Damit gehen wir weiter. Los geht's. Come on. Nigeria als erstes vor der Nordirland-Flagge. Come on. Sehr gut. Kein Okocha. Best, best, best. Oh, gib mir doch best. Come on. Machen weiter. Niederlande haben wir nicht. Namibia. Zack, zack, zack. Moldawien. Mexiko. Oh, Mexiko will ich nicht. Sehr gut, Chat. Sehr gut. Ihr seht, das dritte Icon-Pack geht jetzt wie... geht einfach schnell. So, Japan, ich sehe es kommen. Herzlich willkommen. Grüße gehen raus an Nakata. Haben wir auch nicht, Chat. Abfahrt. Sehr schön. Kein Nakata. Haben wir irgendwas vergessen? Nein, haben wir nicht, ne? Wir gucken nochmal ganz kurz durch. Haben wir nicht. Nein, 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 nein. Haben wir nicht. Okay, D. Auf geht's. Wir gehen rein mit Ghana. Essien wäre sensationell. Sensationell. Schade. Okay, Ghana ist es nicht. Oh, Littmann, hätte ich halt gar keinen Bock. Sehr gut. Kein Littmann, Chat. Kein Littmann. Kein Littmann. Gehen wir nochmal ganz kurz durch. Ja, perfekt. Kein Littmann heißt... Drogba könnte es sein. Ist es aber nicht. Aber es könnte auch Lautrup sein. Oder Schmeichel. Und der ist es auch nicht, Chat. Ungarn. Stoichkov ist übrigens Bulgare. Aha. Aber das schreiben so viele rein. Bulgarien. Stoichkov würde ich mitnehmen. Schade. Stoichkov hätte ich echt mitgenommen. Wäre geil gewesen, ne? Okay, wir sind bei Top... Ja, wir sind bei den Tops angekommen. Bei den Top 9. Okay, Top 9, Jungs. Wir sind durch. Top 9 ist da. Wir machen das gleiche wie vor uns. Top 9 ist da. Schweden haben wir schon mit Larsson. Schweden haben wir schon, Larsson. Italien, Verteidiger. Mittelfeld. Stürmer. Der kostet 82.000 Münzen. Der ist Meta, stimmt, der ist Meta. Der ist so schlecht, der ist so schlecht. Oh mein Gott, ey. Ja, ist schon, das ist schon bitter. Früher war ein sehr guter Stürmer, ja. Der will aber, vor allem direkt Italiens Stürmer. Really, wir waren so durch, wir waren so gut durch schon. Und den hab ich halt schon mal gezogen. 82.000 Münzen kostet der Chat. Wir haben zwei Spiele abgegeben, die definitiv mehr wert waren. Kommt mir halt auch alles so. Da kommt mir wirklich alles so, Chat. Da kommt wirklich alles so.